CGI. So. Aufnahme ist gestartet. Und jetzt hoffen wir, dass MDK erscheint. Tada! Tada! Weiter geht's. Murder Death Kyle. Teil 2. Und unser Speicherstand wartet Chubby Jack. Newsflash! A huge city minecrawler is headed straight for the small town of Kirkcaldy, Schottland. Schottland. Okay, der Boom-Absurre, das Ding. So, Mikrofon. Hallo. Oh, hallo. Zentrier mal dein Gesicht in die Kamera. Wie? Bin ich unscharf? Nee, das kann nicht sein. Oh, oh. Seht ihr das mit dem Greenscreen an der Cup? Scheiße. Nein. Technische Difficulties. Filter. So. Bitte komm zurück. Ja, es ist wieder da. Wow, 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 wow. Oh weh, oh weh. Oi, 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 oi. Ist alles ab. Das Problem ist. Oh, ich muss wieder raustappen. Sorry. Ich hab den Autofokus rausgemacht. Properties, Configure Video, pass auf, Fokus, Apply, jetzt ist der Autofokus drin, ja, ich mache eigentlich, versuche ich alles irgendwie rauszunehmen aus der Kamera, weil der ständig das Bild adjustet. Ein Drittel vom... Nee, check. Oh, jetzt ist die... Passt schon wieder. Oh weh. Ich glaube, wir haben das Spiel gekillt. Ich höre halt noch Ton, ne? Da sind wir wieder. So. Jetzt muss ich so machen, dass ihr die Hälfte seht, weil ich habe mich größer gemacht. Der Sound ist ein bisschen fucksort. Was war denn das? F1? Ne. F2? Nein. F12? Ja, F12. Keyboard. Oh, wie haben wir das gemacht? Genau, wir müssen straight... Und strafe right nach D. Das hier links. Das hier rechts. Und dann passt es, glaube ich, wieder. Ja. F15. Alter 4. Och, Leute. Das Knacken im Sound ist übrigens leider normal. Ich habe kurz in ein Longplay von dem Spiel reingeschaut, weil ich wissen wollte, wie lange es noch geht. Und da hat es bei dem Level ja auch ordentlich geknackt. Ab geht's. Hört ihr die Musik? Fucking James Bond. So geil. Kann ich nicht springen?
Holy fuck. Ist ein James Bond? Echt? Ab geht's, ab geht's. Die Schreie, Alter. Ja! Um Gottes Willen. Aber wie gesagt, das Knacken im Sound ist leider irgendwie normal. Gottes Willen, diese Schreie. Das ist nicht okay. Gott, Alter. Das tut mir ja schon ein bisschen leid. Ein kleines bisschen tut's mir ja leid. Sag mal, aber mit dem Knacken, gell? Ah ja. Cool. Kann ich nichts einstellen. Ist halt so. Kann man nichts machen, müsst ihr mitleben. Ich kann drüber singen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui. Ich habe auch das Gefühl, dass der Kurt ein bisschen leicht nach oben guckt, aber ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist ein Fehler in Anführungsstrichen, den ich mir gerade einbilde. Ja! Ich weiß nicht, auf was ich schieße oder was auf... Ah, hier. Ratatatatatatatat. Hier sind auch so Kisten. Ich weiß nicht, ob sich da drin was versteckt. Ah, gibt Help. Oh fuck, da kommt einer mit einer Bombe. Zwei sogar. Oh oh. Warte mal. Look down, wo ist es? Wo ist Look down? Z. Aller hopp. Nö, ist normal. Okay. Ist die normale View. Sag mal, da ist doch irgendwo so ein Alien-Spawn-Ding, Gegner-Spawn, der Gerät. Wo geht's denn weiter, verdammte Scheiße? Da hinten. Na, alle. Jetzt fort, fort. 10 rote Knochen. Da hat einer drin geguckt? What the fuck? Das Krasse ist, ich steuere das gerade. Ich steuere ihn mit der Maus gerade.
Ah, Kurt! Ey, da war der Öffner vom Gym. Ach du Scheiße. Eigentlich müsste ich für die Sequenz links und rechts wieder auf A und D legen. Aber es geht auch mit der Maus, zum Glück. Es sieht entsetzlich aus. Senras, danke. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Hat er Nagger-Baby gesagt? Oh. Hopp, hopp, hopp. Knochen. Ja, einer noch. Alter, das ist so geil. Bonus-Item. Wirbelsturm. Der Taifun. Komm her. Ja, nein, ja. Oh, Mann, der Taifun. Was geht ab, Senras? Was geht ab, Don? Was geht ab, Jack? Geht's euch allen gut? Kann man eigentlich zwischendrin speichern? Ne. Oh, ich hab den Tornado geschmissen. Oh weh. Ja, und jetzt kommt der Panzer, ne? Jetzt fallen die da, ich begrüße sie. Ich hab keinen Plan, was ich mache. Also wie immer, wenn man Photoshop aufmacht, oder? Oh, endlich kaputt die Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ach so. Auch ein sehr gutes Alternativ Photoshop ist Paint.net. Finde ich auch nicht schlecht. Das gibt uns nur ein Health, oder? Ja. Gibt's bei den anderen mehr Health? Help! I need somebody help! Granätsche, Granätäpfelsche und. Oh, was ist denn das? Der Fomba! Der Fomba! Was macht der Fomba? Testen wir bei Gegnern wahrscheinlich mal. Doch, hab ich! Kein Scheiß, Jack! Kein Scheiß! Ich hab das wirklich geträumt. Und er wollte mich dann wegtragen. Und ich war zu fett, dann hat er das gelassen. Ich glaube, ich wollte ein YouTube-Video oder sowas machen. An einem speziellen Punkt bei uns im Ort. Dann kam Jens Spahn und hat mir in die Hüfte geschossen. Und hat irgendwie gemeint, ja, nichts mehr mit Skaten oder so. Oh no! Und dann wollte er mich halt wegtragen. Und ich war halt einfach zu fett. Und so ein scheiß Träumchen. Ah, okay, okay. Ja, keine Ahnung, dann, ich bin da eh voll der Profi. Deswegen weiß ich auch, dass da voll die Funktionen fehlen oder. Ne, da komm mal her, oder? Egal, gucken wir mal. Ne. Wie vermutet, da komm mal her.
Was ist denn jetzt los? Ach nee, wir sind tatsächlich wo Neues. Warte mal, ich kann de Thumba ausprobieren. Da! Das ist ein Hammer! What the fuck, Alter! Zu viel Gegner. Ich muss mich auf irgendwas konzentrieren. Ich nehme das da hinten. Das Gegner spawnt Drax-Teil. Neue Famba! Komm her! Boing, boing, boing. Alter, das trifft mich selber mit. Mit Gimp? Schreibt er doch oben. Der nimmt die Gimp. Und da habe ich halt gemeint, ja, Paint.net ist auch nicht schlecht, aber da gibt es Grenzen. Alter, ich verreck gleich. Oh. Überraschung. Ich brauch Energie. Gott, ich brauche echt dringend Energie. Paint.net ist eine einzige. Ja, ist ja gut, ich empfehle es schon nimmer. Ich habe ein paar Sachen als damit gemacht und fand es eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich immer scheiße fand, sowohl bei Gimp als auch bei Paint.net, weil ich wollte meine Thumbnails damit machen, ist es das Nummerieren tatsächlich, weil du jedes Mal... Oh Gott, ich verreck wirklich gleich. Ich verreck gleich. Ich bin tot. Oh nein! Es fängt nicht wirklich von vorne an, oder? Oh fuck. Continue. Hallo. Hallo. Alt F4. Ah, ich kann gucken, Don, ich hab grad Zeit. Par excellence geschoppt. Das ist ja wunderbar. MD Kyle ist kaputt. Ach so, da war mein Gesicht mit drauf. Ich hab gedacht, du hast nur den Text unten gemacht und hast dafür eine halbe Stunde gebraucht. Oh, ich sehe gerade, das Mikrofon übersteuert, ja geil. Ja geil. Warum übersteuert das Mikrofon so asozial jetzt gerade? Oh, heute läuft.
82. Das war nicht Paint.net, das war in GIMP. Och. Wenn du Escape drückst, hört er mit dem Laden auf. Alter, der tut echt weh. Schießt es blau, tut's weh wie Sau. Merkt euch das. Ich kann nicht glauben, dass wir gestorben sind. Bleib und schieß. Rudern will. Müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen. Adon, ich muss das fertige Bild dann später gucken. Ich traue mich nicht hier raus zu alt tappen, außer wir haben das Level vorbei. Nach dem Level können wir gucken, genau. Und da kann ich ja eh speichern. Dann geht es. Passt das jetzt mit dem Ton? Oder übersteuere ich irgendwie noch zu arg oder sowas? Ja! Ich hab's gerade hochgeladen. Ah, jetzt macht's aber spannend, ey. Ich glaube, du brauchst ein neues Mikro. Ach komm, ey. Alles nochmal von vorne. Kein Problem. Renten macht's. Rennt durch wie ein Depp. Ja. Oh, 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 weh, oh, weh. Muss mehr Strafe run. Strafe run regelt. Oh Gott, ey, die Blauen und die Bomben und was weiß ich. Schlimm. Schlimm.
Fickt euch! Habe ich schon check. Oder nochmal einer von dir, hä? Sage ich dann, psst, Mutter, der kommt aus dem Saarland. Das ist ein Fuß aus dem Saarland. Oh, das habe ich aber geschmeckt. Okay. Ach, du musst den Earth von Jim einsammeln. Dass der die Schneiber da wegmacht. I see. Weil der Earthworm Jim lässt die Kuh fallen. Ich brauch echt Help, Alter. Guck, bam, bam, bam. Fertig, fertig, fertig. Ey, warum hat er den Knochen? Ah, er hat einen Eichsam, okay. Einer noch. Komm, Kurt! 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 Vettel! Was geht? Bist du nackig? Vettel, sag mir, ob du nackig bist. Weiß ich nicht. Ich kann dich auch bannen, wenn dir das lieber ist. Vergiss es. Ich kann dich auch bannen, wenn dir das lieber ist. Oh Mann. Ey, ey. Verfickt. Komm. So, wer will noch was? Da ist er. Puffpanzer. Geh halt kaputt! Ha, Seite gewechselt, hä? Du damit doch nicht gerechnet, hä? Hä? Jetzt lauf ich links. Deine Tage sind gezählt, scheiß Panzer. Und jetzt wieder rechts. Ha, da guckst jetzt spring ich sogar. Du dummer Panzer, du. Hopp, 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 hopp. Jetzt geht down! So, komm, und jetzt die Kiste. An der Büchse. Oh, geil. Zum Aufladen, oder was? Ist irgendwo Health? Ich... Alter, das Level macht mich... Wenn ich diesmal wieder sterbe, stelle ich es auf easy. Ist mir gerade egal. Oh, was bist denn du? Gibt's da noch mehr? Ne. Geht so. Hm. Das war nicht gut. Ah ja. Ey! Oh no!
Oh no! Oh no! Es kommt mir voll bekannt vor, dieses Oh no! Ich weiß aber nicht, woher. Aber mir kommt es sau bekannt vor. Yes! So, damit haben wir uns schon mal Health gesaved. Fette Scheiße. So, jetzt direkt hier drauf. Oh, ich bin so ein Profi. Oh no! Ja, das klingt wie Shadow Warrior, stimmt. Low way. Ach, aus MDK, Senras. Ah, oh, natürlich. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Oh no! Wie, was, Kamera, komisch rechts? Was? Dass ich hier unten rechts im Bild abhänge? So, und jetzt können wir gechillt. Drecksäcke hier erledigen und dann hoffen, dass in der Kiste Senras kennt sich halt aus. Der Senras ist halt Pro-Gamer und ich nicht. Das ist der Unterschied. Wenn ich online was spiele und der Senras joint, sage ich immer, oh no! Weil ich genau weiß, jetzt habe ich keine Chance mehr. Das war's. Fettes Hamm. Hilf mir, hilf. Ja? Was spielen wir? Darf ich mitmachen? Ich wäre gern wie der Dicke von den Kickers. Wie hieß er im Deutschen? Sascha? Der, wo immer nur auf der Ersatzbank ist. Weil er dick ist und nichts kann. Der will ich sein im Clan. Das ist eine Rolle, da sehe ich mich drin. Alter, wir haben schon wieder 15% Health verloren. Name ist Kurt. Kurt Kurt. Oh no! na, lass mich in Ruhe. Verreck. Dieser Kurt. Yes! Kuh regelt. Ach fuck, und ich hab die Groovy. Sagt das der Earth vom Gym nicht sogar so gern? Sogar so gern. Groovy, Vier Knochen. Drei. So, das will ich mir aufheben für den nächsten Raum. Alter, wo ist der Earth? Wo ist der...
der Erdwurm. Jim? Wo ist er? Oh weh. Yes! Captain the Tornado. Nein, nein, nein! Eins, zwei. Ah! Kacke. Kaputt? Ist kaputt. Fertig. Die Musik auch, ne? Vom Gym war es super, aber ich glaube, das war halt auch schwer wie Sau. Ich meine, vom Gym war richtig hart. De Vettel. Vettel! Ja! Oh, lecker. Der Morgen stirbt nie. Es sah so scheiße aus, aber es war cool. Das hast doch, das erste Level war doch im Schnee, gell? Debriefing. Good job, Kurt. You saved Kirk Kelly. Tourism is safe. More. Ich weiß noch, beim Intro im Menü von Earthworm Jim hat er ins Menü gerülpst. Earthworm Jim. Das war ein fetzengeiles Spiel, war das. Genau, wo du mit den Ski flüchtest, ja. Das fand ich auch cool. Und was auch super war, das haben wir gespielt gehabt. War das Die Welt ist nicht genug? Nee. Nee, das war ein eigener Bond-Titel. Wie hieß denn das? Auf der PS2 haben wir das gespielt, der Kai und ich. Das war so gut. 5. Okay. Er hat Geld. Ja, das ist mein Traumjob. War das Nightfire? Ich glaub nicht. A huge shitty Minecrawler is headed straight for the tiny village of Sparrow Pit, England. Das war nicht Nightfire. Das war Agent im Kreuzfeuer. Agent im Kreuzfeuer war es. Wir haben es ja let's played vor einigen Jahren. Das war fetzenfett. Der Hund! Der Hund! Den erreiche ich nie. Guck mal, wie der fliegt, der Hund. Alter. Doggo. Agent im Kreuzfeuer war saugeil. Gab's auch für den Gamecube, meine ich. Und für die Xbox. Escape drücken. Wenn du Escape drückst, funktioniert's. Ich weiß nicht, warum. Müssen wir uns merken. Na? Alert. Bam, 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 bam. Hoch. Soll ich denn die Treffen weiter hinten notieren?
weil links ist noch so eins, weil rechts ist ach noch so eins, weil die Gegner hier droppen und mich nerven, weil... Ey, weg, weg, weg! Flugzeug! Yes! Und hat mich nur 100 Health gekostet. PS2 hat so viel geile Titel. Also wirklich. Quantum Trost kam noch für die PS2? What the fuck? PS2 hat halt auch saulang noch Spiele gekriegt, ne? Ich glaube, eins der letzten war irgend so ein uraltes FIFA. Also das wurde noch jahrelang mit FIFA-Spielen supportet. Und ich glaube, das ist so wie auf der Switch mittlerweile, dass du einfach jedes Jahr immer das Gleiche gekriegt hast, nur waren die Teams anders. Das müssen sie ja im E-Shop mit angeben, ne? Dass da steht, das ist keine eigentlich neue Version und du kaufst eigentlich das gleiche Produkt wie das vom letzten Jahr. Das müssen die dazu schreiben, das ist total abgefahren, ey. Arab, Arab. Oh, was bist dann du? Ey! Kann ich da hochnehmen? Ey, ey, ey! FIFA 14 war 2013. 2013 das letzte Spiel. What the fuck? PS2 war halt auch abartig, ne? An Zahlen, wie viel es verkauft wird. Und generell, wie du schon sagst, ne? Wie viele Spiele es dafür gab. Das. Ist der Roboter da durch? Nee, der Roboter. Der muss da drauf. Roboter! Monate später kam die Scheiße, Mann. Alter, fuck. Nee, ich spiele mal FIFA auf der PS2. Ich will das beste Spielerlebnis. Das ist krank. Das ist krank. Das heißt aber, dass es sich auch bis dahin entsprechend verkauft haben muss. Ne? Ja, Just Dance auch, ne? Also generell so die Partyspiele. Ich meine, kommt Just Dance noch auf der Wii raus? Ich meine, auf der Wii U safe, aber auf der normalen Wii? Da kam die Wii-Version raus, aber keine Wii U. Jetzt fährt's. Das hat einfach festgesteckt, das Scheißding. Ja, das wundert mich nicht. Ich meine, selbst ich als Videospiel-Depp, ja, der alles weiß, hab am Anfang gedacht, dass die Wii U nur ein Controller für die Wii ist. Die haben das so beschissen vermarktet. Just Dance auf Stadia. Weißt du, als ob der Leck übers Handy nicht schon schlimm genug wäre?
Jetzt holt ich das auch noch beim Streben. Aber gut, vielleicht gleicht sich der Leck halt aus. Hast schon mal... Ach so. Ah, ich verstehe. Okay, so hält sich Just Dance am Leben. Ich war enttäuscht, ne? Ich habe ja echt gedacht, dass sie dieses Jahr auf dieser virtuellen E3... Ich bin im Kreis gelaufen. What the fuck? Dass sie dieses Jahr auf dieser virtuellen E3... Homeoffice Just Dance Präsentation machen. Aber Ubisoft hat schwer in... Warum muss ich denn die ganze Zeit aufstoßen? Sorry, Leute. Musst's machen wie ich, Ferdl. Machen wie ich. Du kaufst dir 20 ultra geile Spiele auf der Switch, ja? Also wirklich richtig gute Spiele. Die dein Leben verändern. Ja? Wo du denkst, ey, hätte ich die Switch nie gekauft, hätte ich nie die geilen Spiele gehabt. Und dann wirst du dich nach Picross und spielst nur noch Picross. So musst du's machen. Das Krasse ist halt, dass die Wii U eigentlich, bis auf die Zelda-Titel, meiner Meinung nach, die Daseinsberechtigung verloren hat, weil alles auf die Switch geportet wird. Oder was gibt's denn noch? Pikmin kommt jetzt für die Switch, was es auf Wii U gab. Oder war das ein Wii-Titel sogar, Pikmin 3? Ich weiß gar nicht mehr. Leute! Es lebt! Donkey Kong Tropical Freeze, was übrigens sehr gut war, aber es kommt nicht an Donkey Kong Country ran. Da kannst du mir sagen, was du willst, es ist einfach nicht so gut wie Country. Country ist und bleibt der beste Affe im Käfig. Das ist einfach so. Was halt echt super gewesen sein soll, war, glaube ich, das eine Batman-Spiel. Das kam halt aber trotzdem 3 Jahre zu spät raus. Oder 3 Jahre raus, nachdem es eigentlich schon draußen war. Weil das hatte so eine coole Gamepad-Integration tatsächlich. Also, dass das Tablet geil genutzt wird dafür. Und es soll echt gut gewesen sein. Nette Caps Lock. Genau, danke. So. Ah, natürlich. Natürlich kennen viele Leute Donkey Kong Country, Jack. Aber ich glaube nicht viele, also was heißt nicht viele, aber es wird nicht so hart gefeiert, habe ich das Gefühl. Kann aber auch nur Einschätzung sein, also. Aber meistens, wenn du fragst, so, hey, zähl mal die Top 5 Super Nintendo Spiele für dich auf, ist Donkey Kong bei vielen eher selten dabei, das würde ich auch sagen. Das Psychonauts? Donkey Kong Country ist so ein kleiner Indie-Titel. Von so einem Indie-Studio, das Rare heißt. Ich meine, mittlerweile ist es ein Indie-Studio. Machen wir uns nichts vor. Die so geile Kinect-Titel gemacht haben. Den Zelda-Stream? Meinst du den Zelda-Stream, Vettel? Weil den hat er durchgezogen. Und das Senras hat's mit durchgezogen, Alter. Senras hat's einfach gnadenlos mit durchgezogen. Er hat gesagt, ah, du Depp, wie lange willst denn du wach bleiben? Dann war er genauso lang wach. Und ich hab um... Wann bin ich raus, Senras? 4:30? 5?
als der Kyle zum 30. Mal in der Wüste festgenommen wird. Da hat mein Hirn nicht mehr mitgemacht. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße hier? Das war dann echt so ein täglich grüßte Keil. Jedes Mal festgenommen, ey. Das war's. Der hat halt auch null Konzentration mehr gehabt, ne? Aber ich kann's nachvollziehen. Ich hab mit ihm nochmal geschrieben, hat er auch gemeint, ah, die Konzentration war dann voll weg, das ist voll schlimm. Wenn ich überlege, wie ich mit dem Kai hier diesen Resident Evil 2 Stream gemacht hab, ne? Da hat's halt auch irgendwann aufgehört. Aber extremst. So ab 5, 6, da ging gar nichts mehr. Wir haben für das eine Rätsel, was total simpel ist und so blöd ist, fast 2 Stunden gebraucht. So kann ich halt auch die Spielzeit strecken, ne? Einfach nachts durchspielen. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Turok gerade. Ika Turok! Geht's da hoch? Ach, gucke mal da! Fetzenfresh. Zwei. Und den zweiten habe ich nie gespielt und den ersten habe ich nie durchgespielt. Aber es gibt 2 Teile. Wie komme ich denn da oben drauf? Und der erste zumindest soll auch gar nicht so lang sein. Ich bin mal gespannt, wie lange wir überhaupt noch spielen. Wir sind jetzt in Mission... Das müsste Mission 5 sein und ich meine, ich habe gelesen, es gibt 10. Allerdings in dem Longplay, das ich geguckt habe, war der in dem Level 4 schon weit über der Hälfte eigentlich. Also das Longplay ging gerade mal 2,5 oder 3 Stunden. Der hat halt gewusst, was er macht, ne? Ich brauche die Atombombe. Ich brauche die kleinste Nukularexplosion der Welt. Da ist er drin. Ist nur die Frage, wie wir da reinkommen. Hier. Ja, das Spiel ist cool, weil jedes Level hat irgendeinen anderen Scheiß. Und das letzte war ja so James Bond-mäßig, stellenweise. Ne? Das hier hat totale Psychokacke. Das ganze Spiel ist eigentlich wie ein Trip, ey. Aber es ist cool. Es ist jetzt auch nicht sonderlich schwer, ne? Obwohl ich vorhin gestorben bin, aber das lag halt an mir, weil ich blöd bin. Himmels Willen. Das hört sich nicht gut an. Ja doch, alles gut. Ne, sind da Gegner? Ne, ich erkenne halt nichts. Gedacht, da fliegt was rum. Ja, das ist die kleinste Nukular-Explosion der Welt. Nukular.
Warum ist die Musik so dramatisch? Gottes Willen. Hier irgendwo noch so ein Gegner spawnen, das Drecksteil. Oh Gott, da. Leute. Einer nach dem anderen, okay? Hammer half jetzt. So, der ist down. La, la. Wo kommen die Gegner her? Nicht von da hinten. Ist das? Bist du das? Ab geht's. Da, guck, Pferdl. Da, Achtung, gleich, jetzt kommt der Pilz. Ah, da ist er. Weiter geht's. Okay. Das ist eine Meme, die ich nicht kenne, oder was? Furchtbar. Sammel das nicht ein. Er hat es nicht eingesammelt. Ah! Jetzt aber. Okay, die Gegner kommen immer wieder. Und ich brauche dich zum Klettern, ne? Was spiele mit tiefgründiger Story? Red Dead, Detroit, Metro Exodus. Also Metro Exodus glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so eine ultra deepe Story hat. Horizon Zero Dawn hat halt ein richtig geiles Setting. Da kann ich nichts sagen. Und die Story ist halt auch geil. Ich meine, ab der Hälfte vom Spiel checkst ungefähr, was eigentlich los ist. Und so. Aber ist trotzdem immer noch gut und spannend gemacht. Red Dead Redemption 2 ist halt sowieso das geilste auf der Welt. Und Detroit fand ich auch nicht schlecht. Ich meine, der Overflow war mit der Story von Detroit gar nicht so zufrieden. Ich fand's aber eigentlich ziemlich cool. Muss ich sagen. Ihr bewegt euch halt nicht mehr, ne? So, hat jemand von euch eine Idee? Also da kommen wir wahrscheinlich her, ne? Ja. Nimm Red Dead 2, Pferdl. Red Dead 2. Schade. So, hier konnte man klettern für die Power ab, ne? Ach, kann ich. Ah, guck mal hier.
weiß nicht, ob das der intended way ist, aber es funktioniert. Wenn es funktioniert, nehme ich es mit. Um Gottes Willen. Ja. Du! Ich finde The Last of Us 2 super. Ich fand's wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, der Vlog in der Mitte da. Achtung, Achtung! Jetzt. Will noch jemand die Troll spielen? Wo ich auf der Gamescom war, hätte ich Bloodborne spielen können und habe mich für was anderes entschieden, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass Bloodborne das nächste Spiel von, also das nächste Dark Souls quasi ist. Ich wusste es halt einfach nicht. Dann habe ich irgendwas anderes gespielt. Irgendwas, was wahrscheinlich scheiße war, ich weiß es nicht mehr. Um was geht denn Necopara eigentlich? Also ich kenn's vom Titel her. Aber ich habe halt echt keine Ahnung, um was das geht. Warte mal, das Auto muss doch an einer bestimmten Stelle kaputt gehen, oder? Okay, auf der anderen Seite. Nein, 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 nein! Also nimm für beste Story. Vielleicht einfach MDK. Wenn das geht. Das nimmt mich schon mit hier. Porn? Wirklich Porn-Game? Ich meine, ich hab gedacht, das hat halt diese Neko-Theme, aber dass da irgendwie Hentai-Stuff oder so mit drin ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. War das in 1 bis 3 auch schon so? Also ich weiß, dass es selbst eine PS4-Umsetzung davon gibt. Also die Reihe sollte relativ populär sein, ne? Ach, das ist alles sogar eine zusammenhängende Story. Boah, geil. Das finde ich, das macht voll Sinn. Das ist voll geil.
Aber wenn du Teil 4 spielst, heißt das, du hast 1 bis 3 auch schon gespielt, oder? Die Schwester auch. Wieso steckt sie in der Waschmaschine fest, oder was? So ein Spiel ist das, okay. Wo du das Zeug von der Webseite ziehen kannst. Das einzige, was ich in der Richtung gespielt habe, war ein Spiel, das war mir dann irgendwie zu viel. Weil das in eine Richtung ging, die mir nicht gefallen hat. Ich habe gedacht, ja, komm, ich spiel's ungeschnitten und nee, das war dann selbst mir zu arg. Das, wie heißt's? Ich meine, die Grundstory war echt nicht schlecht. Das kannst du auch beim Hersteller Uncut Patch ziehen, beziehungsweise Remastered Windows 10 Version, dass wenn du das alte hast. Cyano Uta, genau. Aber das war mir dann zu arg irgendwie, weil. Nee. Das war mir einfach zu heftig. Ja, nee. Trash war es ja nicht einmal, ne? Das war ja nicht das Problem. Aber wenn die Romanze in dem Spiel, ich nenn's mal einfach Romanze, so dargestellt wird und so aussieht, als wäre sie 11, das war mir echt zu viel, ne? Das hat dann aufgehört. Also es ist an sich, ist es eine Horrorstory gewesen. Das Cyano Uta. Och, komm schon. Ich meine, was ist es, glaube ich, kein japanisches Visual Novel? Aber zum Beispiel Valhalla ist halt auch saugeil. Ich glaube, das ist nette Weh. Ja, das ist an sich, ist halt so, ne? Aber durch den Uncut-Patch war es halt sehr explizit. Und da habe ich schon gedacht, FBI steht gleich vor der Tür. Sparrow Pit is Dust. Aha. Freunde, ich habe voll keine Ahnung, was ich machen muss. FBI-Chan! Ich glaube, das gibt's mittlerweile auch auf Steam. Und heißt dort The Song of Sire. Genau. Ja, siehst du? Nee, ich bin noch im Wassertempel, Senras. Und das als kleiner Bub. Ach Scheiße, mit Shift kann ich schneller fliegen. Warum sagten mir das keiner? Ich bin so dumm, ey.
Komm schon. Danke, Leute. Danke. Ey, ihr seid die Besten. Ich hab halt nicht gefragt, ja. Bin ich gerade mal selber dran schuld an der Scheiße. Oh weh. Alter, wenn die nicht... Da ist der Hund! Lassen meinen Hund in Ruhe. Homing Sniper Rifle. Homing Sniper Rifle. Immer mit den... Einmal mit Profis, weißt du? Irgendwas hinter meinem Zahn hängen, das macht mich kirre. Für hinter die Zelle? Ja. Alles klar. Wir hatten mal eine Anzeige in der Zeitung für Thai-Massage und da stand extra dabei, dass es das da nicht gibt. Das schreiben die aber immer dahin mit Absicht. Das ist ein Code für, das gibt's hier doch. Huren Bock. Ja, Allah. Yes. Du juckst mich. Los. Na, nicht der Hund. Jetzt ist es was Persönliches. Das ist wie bei John Wick. Das ist wie bei John Wick. Ihr habt kurz Hund gestohlen? Ja. Wenn der Kurt ohne Helm und ohne Gurt kommt, Alter. Und seinen Hund wieder holt. Oh weh. 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 Guck mal, Vettel, das ist wie morgens nach dem ersten Kaffee. Ja, natürlich, Safe Game 6, 6. So. Gott geht's. Ach, ich muss Escape drücken. Guck mal, das Geile ist, man sieht im Greenscreen. Siehst du den Rauch gar nicht wirklich? Ist geil, ne? Im Greenscreen lebe ich gesund. So, ne, stopp halt.
Nee, fertig. Die Zeiten sind lang vorbei. Heute rauche ich nur noch Bong. Ist jetzt aber schon Enddarm, oder? Also ich meine, das klingt halt auch so. Gar keine Health Bar. Ja, eigentlich nett, ne? Alter, kennst du Gears of War 2? Da passiert es wirklich, ne? Da bist du in so einem riesen Wurm drin. Und du musst die vier Herzen von dem zerstören. Und das ist so geil gemacht. Warte mal, ich muss den die Zigarette ausmachen. Das stört mich nämlich. So. Ich treffe den so nicht, ne? Der blutet halt auch rot, im Gegensatz zu allem anderen. Guter Strafe Run. Strafe Run regelt. Macht mich genauso schnell wie ihn. Ach, Gears 5 war auch super. PS5 hat mir auch Spaß gemacht. Ich würde sie alle gern mal streamen, ehrlich gesagt. Schnappe ich mir einen Senras und spiel's mit dem. Ob er will oder nicht, ist mir egal. Der Boden schon wieder, der macht mich fertig. Wo sind die blauen? Wo kommen die blauen Schüsse her? Die Handlung. Die Handlung ist einfach America, America, America. Aber ist super. Ich liebe die Spiele. Ich finde die echt gut. Wir müssen nur gucken. Ich glaube, mit dem Senras kann ich tatsächlich nur Teil 1, 4 und 5 spielen. So, mal schauen.
Weil eins gibt's remastered auch auf dem PC. Zwei nicht, drei nicht. Judgment nicht. Judgment habe ich selbst nie gespielt. Ich glaube, ich muss einfach mal hoch. Nee, das ist so eine Spiegeltextur einfach. Und die ist saukrank. Alter, ein bisschen Health wäre nicht schlecht. Das Problem ist, die Blauen ziehen mir halt einfach mal direkt 10 ab. Alter, ich darf hier nicht sterben. 100% Health. Ne, im Zenras ist es schon cool genug, glaube ich. Das war mehr ein Witz. Aber ich würde gern Co-op-Stream machen. Hätte ich Bock drauf. Ihr schießt mal da drauf, danke. Ist das der Boss? Ist das der Schluss? So spannend. So, warte mal, du kommst hierher. Du kommst hierher. Du kommst hierher. So, und ihr macht hier.
Ja! Da geht er down. Among Us. Sus. Sus. Das war ganz cool, Among Us. Wobei ich muss sagen, wir haben uns zu wenig gehasst. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Ist Among Us jetzt nicht sogar für die Switch rausgekommen? Das Level hört nicht auf. Das Schlimme ist, wenn ich sterbe, alles nochmal von vorne. Oh. Okay, wie funktionierst du? Free Bones und Free Gunther. Ach so, das ist Futter, was ich einsammeln kann. Okay. So, und jetzt frisst er das? Ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Das hier lässt mich nicht fliegen. Das auch nicht. Das da hinten muss es sein. Let's go! Holy shit. Health, nice. Oh Gott. Alter, fuck. Fuck! Na, nicht sterben, bitte nicht. Helf oder sowas. Die Truppen nix. Spannung. Der Hund ist frei. Jetzt geht's ab. Netten der Mixer. Er ist Rob. Alter, und jetzt frisst er das und dann wird er von innen zerfetzt. Yeah.
brutal. Ist brutal. Ich will das Raumschiff. Das ist voll geil. Moment, das war's? Wie du siehst, meinen nackigen Hintern. Wo? Was? Alter, das war's? Moment. Okay. Die letzte Cutscene fehlt. What the fuck? Ja, das ist ein Kung-Fu-Hut. Da ist einfach die letzte Cutscene hat gefehlt. Mich wundert es halt echt extrem, warum das jetzt gefehlt hat, aber gut, wäre the power of YouTube, ne? Also jetzt können wir uns das Ende hier anschauen. Ich will mein Geld zurück. Death Metal K. Wo ist er? Wo ist der Saber Dance? Habe ich es falsch geschrieben? Nee, oder? Da. Ich habe mir vorgenommen, viel für meine Abwehrkräfte zu tun. Vita-Sprint pro Immun. Mit einem Dreh aktivieren Sie den... What the fuck? Es hat zeitlich voll gepasst. Es hat zeitlich voll gepasst. Der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ey, die Kamera mit ihrem Fokus geht mir auf den Sack. Ja, Leute, das war MDK. MDK. Jo. Es ist ein Spiel, sowas wird es heute halt nicht mehr geben. Ne? Wo einfach mal sagt, wir machen 3 Stunden Scheißdreck. Das ist sehr experimentell. Ist wie ein Trip, das Spiel. Aber ich finde es sehr gut. Finde es sehr cool. Vielleicht irgendwann mal MDK 2. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen von dem Wasser. Das gibt's doch nicht. Und in MDK 2 spielt ihr tatsächlich der Kurt, der Hund und der Professor. Und der Hund hat irgendwie 4 Uzis oder sowas. Ne? Das gab's für Dreamcast und für den PC. Dreamcast-Version habe ich. Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der erste ist generell mehr so Fan-Favorite als Teil 2. Aber ja, wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten.
und wünsche euch alle frohe Weihnachten die Woche. Okay. Vor dem nächsten Jahr sollten wir uns nächste Woche nochmal sehen. Da gibt es, da mache ich quasi einen In-My-Head-Stream. Ich will die Backlog-Challenge von diesem Jahr. Da habe ich ja gar keine Videos mehr gemacht. Das letzte halb, dreiviertel Jahr. Habe ich ja eh kaum Videos gemacht. Aber da will ich die Spiele, die ich in der Backlog-Challenge 2020 gespielt habe, würde ich gerne bewerten. Und das mache ich mit so einem Tierlist-Ding. Kennt ihr ja bestimmt von anderen Streamern oder YouTubern, dass das in so einer Tierliste eingeordnet wird. Von S bis Kacke. Das gibt's nächste Woche. Und bis dahin, frohe Weihnachten. Macht's gut, ihr Lieben. Schönen Abend noch. Bye, bye.